Hallo zusammen. Ihr wundert euch bestimmt, warum man so wenig gehört hat die letzte Zeit vom DHV. Gerade nachdem wir eine Million gewonnen haben, jetzt müsste es eigentlich richtig losgehen, die Leute warten. Aber wir sind erstmal ein bisschen runtergestiegen in den Keller, in den Maschinenraum des DHV. Denn was wir zuerst jetzt mal brauchen, ist den Verband auf neue Beine zu stellen und zukunftsfähig zu machen. Und deswegen sind wir hier auch gerade am Umziehen. Und wenn wir damit fertig sind, was bald der Fall sein wird, wird man auch sehr viel mehr von uns hören. Dann werde ich mich freischwimmen können, um wieder mehr Öffentlichkeitsarbeit zu machen, mehr Politik zu machen. Aber im Moment sind wir noch ein bisschen am Schrauben. Bald geht's aber los. Ihr könnt schon sehen, hier in meinem alten Arbeitsraum sieht es noch sehr chaotisch aus. Hier sind wir gerade noch am Ausziehen und mein Schreibtisch zeigt auch, dass ich hinten und vorne mit der Arbeit nicht mehr klargekommen bin. Papierberge ohne Ende. Mein E-Mail-Postfach sieht leider ähnlich aus. Da ist viel zu viel liegen geblieben. Und das müssen wir erstmal ändern, dass der DHV wieder endlich vernünftig funktioniert. Und dann geht es auch an die großen Sachen, an den TV-Film, den ich versprochen habe. Aber wir müssen erstmal gucken, dass wieder alles anständig läuft und wir auch mit den erheblich zunehmenden Mitgliederzahlen klarkommen und da eben nichts liegen bleibt. Hier in meinem alten Raum wird bald ein Videoraum entstehen, den wir zusammen mit dem Exzessiv-TV-Filmteam vom Handjournal nutzen wollen. Das hier ist also wahrscheinlich auch der letzte trashige Film mit unserer alten Kamera, ohne Mikrofon und schlechter Beleuchtung. Das wird also bald alles sehr viel besser werden. Ich zeige euch mal, was noch passiert ist. Unseren zweiten kleinen Raum, den wir hatten, haben wir schon geräumt. Da ist jetzt das Hanfjournal eingezogen. Damit sind wir also fertig vom Hanfverband. Und wir sind umgezogen in einen etwas größeren Raum, wo vorher das Hanfjournal drin war. Und auch hier sieht es noch ein bisschen baustellig aus. Aber wir haben auch neue Leute im Boot, was, wie gesagt, dringend nötig war, damit wir überhaupt klarkommen. Ein Neuzugang ist kein neuer Mitarbeiter des DHV, aber einer, der frei für uns was tut. Das ist der Michael Knoth, ein altbekannter Mensch, den ihr von Exzessiv TV kennt und der super in der Materie drin ist. Und da haben einige vielleicht schon festgestellt, dass der DHV wieder mehr Nachrichten veröffentlicht auf seiner Seite und das geht auch auf Michas Konto. Dann haben wir hier den Florian Riester, der auch gerade Anfang April letzte Woche angefangen hat. Lange geplant, auch schon lange angekündigt. Im Übrigen auch nicht durch die Millionen finanziert, sondern vor allen Dingen durch die Weihnachtsspendenkampagne dieses Jahr. Dem haben wir also den Florian zu verdanken. Und der macht vor allen Dingen Kommunikation. Der ist für unser Forum zuständig, für Facebook und für das Beantworten von Nachrichten. Also vor allen Dingen unser großer Kommunikator. So dass eben nicht mehr so viel liegen bleibt und wir wieder zuverlässiger und vernünftiger kommunizieren können und all die vielen Ideen aufnehmen können und all die vielen Leute, die ehrenamtlich arbeiten wollen, aufnehmen können. Dass also wirklich wir besser koordinieren können, Leute zum Mitmachen bewegen und animieren. Und dann haben wir noch diesen Teil hier dabei, wo unser ganzes Lager jetzt mittlerweile schon hingezogen ist und wieder jeden Tag Flyer verschickt werden über den DHV-Shop. Ein alter Bekannter ist der Dennis, den habt ihr in manchen Filmen auch schon mal gesehen, der Mitgliederverwaltung macht, Beitragsrechnungen schreibt und leider auch Mahnungen, leider auch Zahlungserinnerungen und den Shop betreibt. Und wir haben den Jonas Dietz, jetzt ganz neu, der ist tatsächlich Millionen finanziert und nimmt mir die Buchhaltung ab, was für mich wirklich super ist nach 12 Jahren. Es wird natürlich auch immer mehr bei immer mehr Sponsoren und so weiter und hat mich immer mehr eingeschränkt in meiner politischen Arbeit, auch Medienarbeit und so weiter, sodass ich das jetzt einfach besser wieder machen kann. Außerdem kann der Jonas gut Videos machen und schneiden und so weiter. Das heißt, das nächste Video, was ihr seht, daran wird er sich schon beteiligt haben und ihr werdet das vermutlich an der Qualität merken. Ja, und dann haben wir noch den Matze, der jetzt so ein bisschen durch die Krise geholfen hat im Januar, seit Januar, seit der Millionärswahl. Und natürlich den altbekannten Mr. Maximilian Plenert. Und damit
haben wir unser Team erstmal vollständig vorgestellt. Und ihr seht, wir sind mitten am Schrauben. Große Baustelle beim Handverband, aber nicht mehr lange. Also nicht mehr lange zu warten, bis ihr mehr von uns hört und bis wir besser funktionieren. Und bis bald. Bis bald.